erst wenn ihr dann eben Energy Shield gestattet habt, also gepassivt habt und dadurch bringt es auch viel mehr. So, habe ich euch verarscht? So. Und, ja, auch nicht so gut. Das liegt einfach daran, dass Chests nicht viel Loot bringen. Zwar kann ab und zu etwas richtig Gutes droppen, aber da es nicht von den erhöhten Rarity und Quality Found profitiert, bringt es eigentlich nicht viel als Magic Find Charakter solche Kisten immer aufzumachen und so. Ich mache es jetzt eigentlich auf wegen den Monstern und einfach den extra Loot hat. Aber vielleicht kommen später auch bessere, stärkere Chests und bringen dann auch besseren Loot. Ich hoffe aber, weil das eigentlich Monsterboxen sind, dass sie doch von MF profitieren, also Magic Find. Und, aber, ich weiß nicht, ich glaube nicht so daran. So. Hier ist der Ausgang. Also hier geht es weiter. Das ist der Weiterweg, also der nicht optimale Weg. Oh, die Nerven. Okay, ein Kettengürtel. Und damit haben wir wieder plus 7 zu Maximum Energy Shield. Jetzt haben wir 27 Schild und 123 Leben. Recht gut, also. Ich bin überrascht, dass es so gut geht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell vorwärts geht. Es ist auch recht spannend, also. Ich habe jetzt schon recht viel, also ich meine wirklich recht viel Action-Rollenspiele gespielt und Path of Exile wird mir nie langweilig. Also ich sehe es immer wieder bei anderen Spielern, denen wird immer alles so schnell langweilig, bei mir irgendwie nicht. Bei mir wird dafür bei Sportspielen schnell langweilig und bei Ego-Shootern. Aber vielleicht bin ich halt einfach einer, der sehr motiviert rangeht und dadurch auch nicht Langeweile verspürt. Und ich freue mich, ein paar Leute zu treffen, denen das gleich geht, weil momentan habe ich nicht sehr viele Spiele, die mit mir Action-Rollenspiele spielt. Das sieht man nach Beregnum, beim Let's Play. Es hat jetzt eigentlich fast noch niemand mich ein wenig begleitet oder so. Und finde ich jetzt relativ, also, ja, eigentlich sehr schade. Aber wenn jemand anfängt, da kommen auch andere. Also, hebt euer Schwanz hoch und werdet Erster. Ja, ihr werdet Erster. Da könnt ihr auch schreiben in den Chat, ihr seid Erster. Aber ihr habt mitgemacht. Nein, also ich zwinge niemand, aber ich finde eben diese, wie sagt man dem, wenn einer anfängt und die anderen weitermachen, ja, dieses Problem liegt halt einfach an den Menschen. Wenn jemand anfängt, machen es alle weiter. Wenn niemand anfängt, macht es niemand. Das ist irgendwie auch in der Medizin so, vor allem im Bereich des Erfindens. Zum Beispiel bei Krebs wird alles gemacht.
kein Problem, da wird alles gemacht, alles erfunden, alles geforscht. Aber bei Diabetes nicht. Und Diabetes ist viel mehr verbreitet als Krebs, oder? Und jetzt, ich zum Beispiel habe Diabetes, aber Krebs nicht. Ich fühle mich jetzt einfach ein bisschen fast schon betrogen. Diabetes wäre leichter zu heilen als Krebs, weil Krebs meistens von Tumoren abstammt und die Tumoren müssen ja eigentlich entfernt werden. Bei Diabetes, da muss nicht zum Beispiel die Nebenniere entfernt werden, nur weil sie kein Insulin produziert. Da muss halt einfach das Immunsystem, Diabetes ist eine Immunkrankheit, das Immunsystem hat einfach mal gedacht oder irgendwie dadurch gezwungen, kein Insulin herzustellen, was wir unbedingt brauchen, damit wir Kraft benutzen können, damit wir uns bewegen können. Und die Muskeln brauchen eben Energie und durch das Insulin wird die Energie vom Zucker, von den Kohlenhydraten, wird in die Muskeln geleitet. Und das fehlt, also das Insulin fehlt und dadurch werden wir auch schwach, wenn wir kein Insulin, also zu hohen Blutzucker haben oder so. Und das könnten wir eigentlich relativ gut heilen, indem wir etwas erfinden, das das Immunsystem umkrempelt. Aber natürlich, zuerst muss mal jemand auf die Idee kommen und dadurch muss jemand forschen. Aber wenn so wenig davon forschen und die Menschheit einfach da durch die schlechte Hilfe leidet darunter, dann finde ich das einfach ein bisschen schade und schlecht. Natürlich, man wird sehr gut aufgeklärt bei Sachen wie zum Beispiel, was darf man essen, was soll man essen, was passiert, wenn man mal falsch isst oder nicht spritzt oder so. Aber uns wird kein Medikament gezahlt von der Krankenkasse. Nichts. Keine Stechhilfe, kein Insulinspritze, nichts wird gezahlt. Und das ist extrem fatal für uns. Ich muss jeden Monat ungefähr 100 Euro nur für diese Medikamente zahlen. Und das ist viel. Nicht mal pro Monat, pro zwei Wochen vielleicht. Und das ist viel für eine Krankheit. Und das ist echt schade. Ich brauche noch für andere Krankheiten, die ich habe, noch sehr viel Geld. Und dann haben wir hier, ich wohne in einem Land, also in die Schweiz, wo sehr reich ist und dadurch haben wir sehr hohe Löhne. Ja, schon höhere Löhne, aber ich habe keinen Lohn. Und ich habe auch hohe Rechnungen zu zahlen und hohe Mieten. Also das ist fatal für mich, darum habe ich sehr wenig Geld. Ich habe einen guten Grund, wieso ich nicht arbeiten kann. Ich habe, also bei euch heißt es Hartz IV, ist bei uns nicht ganz so gleich. Bei uns heißt es IV, Invalidenversicherung, und ist eine für die, die nicht arbeiten können, nicht die, die nicht arbeiten wollen. Also bei euch ist ja Hartz IV auch für die, die nicht arbeiten wollen. Aber bei uns ist es vor allem eine Krankenversicherung. Und bei uns, ja, bei uns ist es natürlich auch nicht so im schlechten Ruf wie bei euch Hartz IV. Und durch diese IV habe ich wenigstens ein wenig Einkommen. Das liegt einfach daran, dass ich durch meine zweite Krankheit, das Morbus Addison, nicht genug Kraft pro Tag an mich tun kann, um eine Arbeit für 8 oder 4 Stunden zu machen. Das ist ganz anders bei Sport. Bei Sport tut der Körper
viel mehr Kraft und so Ausschübe machen. Und dadurch kann ich auch Sport länger machen. Aber ich muss natürlich zuerst bei irgendeinem Bereich sein, wo ich Geld verdienen kann. Und das bin ich noch nicht. Also ich bin noch zu wenig gut bei Fußball, um dass ich Profi sein kann und dadurch Geld verdiene. Und bei anderen Sport bin ich nicht so wissend. Also ich könnte bei Unihockey anfangen, kein Problem. Aber ich weiß noch nicht viel über Unihockey. Und dadurch kann ich vor allem bei der Taktik nicht so viel helfen und dadurch kann ich natürlich dann auch nicht zum Profi werden. Und das muss ich zuerst auch lernen. Aber ich bin dran, ich werde natürlich so schnell wie möglich und trainieren, damit ich dann stärker werde und natürlich viel lernen über Fußball, um dann Fußballprofi zu werden, auch wenn ich dann noch nicht so viel verdiene. Wenigstens kann ich dann auch viel mehr für das Let's Play geben und für die Community, für den Server, alles mögliche. Also ich bin einer, der braucht nicht unbedingt so viel Geld. Also das meiste Geld, wenn ich Geld habe, gebe ich dann für die Leute aus, die mich mögen und für die armen Leute, die ich treffe. Ich werde jetzt nicht unbedingt für einen Brunnen in Kenia spenden, aber ich werde für Leute in der Schweiz, die durch die schlechte Regierung, durch das Abzocke bei der Miete und bei den Steuern und so leiden, oder Leute, die krank sind oder zum Beispiel verletzt sind, helfen. Also ich konzentriere mich natürlich auf die Schweiz und Deutschland und nicht andere Länder, aber wenn ich jetzt mal einen langen Krieg hat oder so, dann werde ich natürlich auch spenden. Aber nicht durch Eigenverantwortung. Also, wenn ein Land in Afrika arm ist, tut mir leid. Ihr seid dort, ihr bleibt dort, also kann ich euch nicht so viel helfen. Aber jetzt wenn in der Schweiz Krieg wird sein, okay, wird es nicht sein, weil wir neutral sind, aber wenn jetzt zum Beispiel in Deutschland Krieg ist und ihr leidet darunter, ich sehe euch, ich fühle mit euch, dadurch werde ich euch spenden. Aber wenn jetzt Krieg anfängt und dadurch selber schuld sein, also die Krieg machen, selber schuld sind, werde ich denen nichts spenden. Aber wenn dadurch die Bevölkerung leidet und die können nichts dafür, werde ich natürlich auch Geld spenden. Also wenn ich Geld habe, dann würde ich spenden, ja. Aber das ist momentan nicht. Und wird auch nicht in der nächsten Zeit so sein, aber bald. So, jetzt den Gem aussuchen. Wir könnten hier Traps benutzen. Wir könnten hier ein Spray benutzen, aber ich nehme Willing Plates. Nein, können wir gar nicht. Wir können die gar nicht ausüben. Braucht Deckers, Klaus und One-Hand Swords. Wir nehmen Bear Trap. Finde ich recht gut. Also für Bosse finde ich cool. So. Jetzt verkaufen wir die Sachen hier noch. Und hier könnten wir noch die zwei Sachen benutzen. Ah, da kommt jetzt doch Gems. Ich dachte, das ging vorher nicht. Keine Ahnung. So, und dann haben wir die Rüstung, die Evolution und Rotting hier bei den Dingen. Das ging, glaube ich, um 1 oder 2 hoch oder 0. Weiß jetzt nicht, aber plus 2 Quality bringt nicht viel.
Also es wird plus 1% erhöht, da habe ich es vorher falsch gesagt. Und oder wird hier plus 2 erhöht und hier noch plus 1. Weiß jetzt nicht genau. Jo. Die